Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 5.6.2019. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo, wir schauen in den heutigen Item Shop rein. Da haben wir die Rote Ritterin. Heute ein relativ kleiner Shop, Rote Ritterin natürlich. Ein ganz beliebter OG-Skin. 10 von 10 für die Rote Ritterin. Hier 4,26 von 5 bei 204 Votes. Am 15. Dezember 2017 das erste Mal drin gewesen. Seitdem 18 mal 347 Reminders. Das letzte Mal vor 29 Tagen am 7. Mai im Shop. Die Karmesinhacke. 7 von 10. Das ist die Crimson Axe. Und die Crimson Axe hat hier ein Voting von 3,57 von 5 bei 30 Votes. 6. Juli 2018 ist das erste Mal drin gewesen, 11 Mal seitdem 31 Reminder. Das letzte Mal auch vor 29 Tagen im Shop, war wahrscheinlich das komplette Set. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass momentan die Shops auch nicht wirklich an Beliebtheit hinzugewinnen, aber ist auch nichts Besonderes drin momentan. Magma ist ziemlich cool, hat Herr Sofort, habe ich glaube ich sogar ihn geholt, ja. Für 700 V-Bucks. Teil. Relativ cool. 9 von 10. Und Magma hat hier ein Voting von 4,4 von 5 bei 35 Votes. Am 29. März 2019 ist das erste Mal drin gewesen. 4 Mal seitdem 171 Reminders. Das letzte Mal vor 51 Tagen im Shop. Jo, dann haben wir hier den Castor. Sind wir schon bei den Daily Items. Was ist denn jetzt? What? Was ist denn jetzt passiert? Ich habe das Spiel kaputt gemacht. Nochmal zurück, nochmal rein. Ah, da ist er. Also, Castor, dieser Magier hier, geht von mir. 7 von 10 für 1500 V-Bucks. Hat hier ein Voting von 3,5 von 5 bei 36 Votes. Am 16. November 2018 ist das erste Mal drin gewesen. 6 Mal seitdem. 50 Reminders. Das letzte Mal vor 45 Tagen am 21. April 2019 im Shop. Die beschlagene Hacke für 800 V-Bucks. Ja. 6 von 10. Sie Studded Eggs. Studded Eggs hat hier ein Voting von 3,92 von 5 bei 52 Votes am 13. Juli 2018. Das erste Mal drin gewesen, 14 Mal seitdem. 205 Reminders vor 25 Tagen am 11. Mai 2019. Das letzte Mal drin gewesen. Schrittwechsel. Mega geil. Habe ich ein Video auch dazu gemacht. Verlinkt oben in der rechten Ecke. Einfach mal hier gucken, da ist irgendwo das I. Für 500 V-Bucks, 10 von 10. Switch Step. Switch Step hat hier ein Voting von 4 von 5 bei 14 Votes. Am 16. April 2019 das erste Mal drin gewesen. Seitdem 3x 29 Reminders. Der Seewolf. Ja, der Pirat. Schön war die Zeit in der letzten Season. Ja. Für 1200 V-Bucks kriegt von mir 8 von 10, der Seewolf. Und der Seewolf hat ein Voting von 3,4 von 5 bei 10 Votes. Am 10. April 2019 das erste Mal drin gewesen. Seitdem 5 mal 8 Reminders. Jo, und das letzte Mal im Shop vor 21 Tagen am 15. Mai. Das Ding ist geil für 500 V-Bucks. Der Raketendreher finde ich richtig lustig, richtig cool. Kriegt von mir 9 von 10 ist der Rocket Spinner. Und der Rocket Spinner hat hier ein Voting von 3,36 von 5 bei 11 Votes. Ja, am 5. Juli 2018 ist er erstmal drin gewesen, seitdem 6 Mal 17 Reminders. Das letzte Mal vor 119 Tagen im Shop, am 6. Februar 2019. Der Globetrotter, 1 von 10. Ich finde das Ding nicht toll. Ziemlich schrottig. Jo, 3 von 5 bei 11 Votes. Am 22. April 2019 das erste Mal drin gewesen. Seitdem 3x 2 Reminders. Das letzte Mal vor 10 Tagen im Shop. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet es nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt
Fortnite Daily Shop News mit Miniman gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.